Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Citizen. Wir sind zurück in Ghost Hollow. Und Gott sei Dank auch bei Tag. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich hier wieder bei Nacht herkommen muss und ich dann hier ewig warten muss, bis es Tag wird. Aber wir haben Glück. Allerdings hatte ich ein paar Probleme bei der Anreise. Mein Schiff hat sich leider wieder in die falsche Richtung gedreht, dann hat er irgendwie das Ziel nicht anvisiert. Naja, die üblichen Probleme. So, wir müssen gleich erstmal dringend was essen, trinken und uns ein bisschen heilen, bevor wir hier Action machen. Sag mal, ist da rechts eigentlich ein anderes Schiff? Ist das da ein Schiff? Sieht mir so aus, ne? Okay, die Frage ist, was ist das für ein Schiff? NPC? Spieler? Muss ich Angst haben? Da werden sie herausfinden. Die Frage ist, wo wollen wir ein bisschen abseits landen oder wollen wir direkt hier vorne landen? Das ist ein bisschen die Frage. Da ist noch ein Schiff, kann das sein? Ja. Okay. Hier sind ja ganz viele Schiffe. What the fuck? Okay. Wo landen wir? Der Hauptparkplatz ist ja sichtlich besetzt. Wir könnten auf dem Berg hier landen. Ja. Versuchen hier irgendwie zu landen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Jetzt mal die Dinger hier umklappen. Wir könnten versuchen, dahinter zu landen. Das ist nur eine Dings, ne? Ich glaube, wir probieren einfach mal hier so hinter zu landen. Ich weiß nicht, ob das klappen kann. Oh Gott. Wir probieren es einfach mal, ob wir uns hier noch reindrängeln können. So, pass auf. So, halt, stopp. Ja, so ist ganz gut. Wir müssen nur auf den Baum aufpassen. Ich glaube, das wird was. Ja, das sieht gut aus. Ah, das sieht auch ganz fein aus, würde ich sagen. Hatte ich die Dings eigentlich schon wieder ausgeklappt oder liege ich wieder auf dem Boden? Ich habe schon wieder die Teile nicht ausgefahren, ne? Was ist mit mir eigentlich? Ich glaube, es liegt daran, dass ich manchmal gedrückt halten will. Aber gedrückt halten macht keinen Sinn. Denn man muss das antippen. Und bei gedrückt halten fährt der das nicht aus. Okay, der wird ja wohl hier abheben können, um unser Schiff vollkommen zu zerstören. Das wäre nämlich ganz nice. Die Frage ist, wem gehören diese ganzen Schiffe hier? Und sind jetzt hier noch Gegner? Beides hat seinen Vorteil. Sind alle Gegner tot? Können wir uns hier entspannt umsehen? Leben die Gegner noch? Müssen wir uns auf ein wenig Action gefasst machen? Naja, wir schauen mal. Ich würde sagen, ich mache die Triebwerke aus. Ich lasse aber das Schiff an. Einfach damit die Schilde am Start sind. Ja, glaube ich, eine gute Idee. Und vor allen Dingen, so, warte mal, erstmal trinken und essen wir ein bisschen was hier. So, Vehikel. Schmeiß mal kurz hier rein. Hier, nimm dir mal das blaue Ding hier, bitte. Sehr schön. Habe ich überhaupt eine Medipistole gekauft? Oh nein, sag ich. Ich glaube, die habe ich vergessen zu kaufen. Ich habe mich neu ausgerüstet. Aber fuck, ich glaube, die habe ich gar nicht geholt. Bitte. Das nur trinken? Ich dachte, das ist auch essen. Fuck. Habe ich einen Snack am Start? Sehr gut. Nehmen, dann geben wir uns hier noch so einen kleinen Snack. Was ist da los? Wer macht hier so komische Geräusche? Hast du den Riegel am Start? Ah, sehr gut. Gönn dir. Für einen kleinen Schokoriegel.
Das war's? Mehr gibt er nicht? Ach komm. Wie viel soll ich davon essen, bitte? Naja, haben wir immerhin wieder 90, so. Ja, die Dings habe ich nicht dabei, ne? Nö, ich habe keine Medi. Wir können allerdings das Ding mal nehmen. Und uns das mal gönnen. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir holen mal das Gewehr raus. Sicher ist sicher. Holy shit, was ist das für ein Sound, Alter? Bitte? Und machen wir das Türchen auf. Okay. Rappe zu. Könnte natürlich auch sein, dass das ein Spielerschiff ist. Hallo? Und der Spieler getötet wurde. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das Schiff hier noch rumsteht, oder? Das sind halt... Na, das sah aber eben gefährlich aus. Oder es sind NPC-Schiffe. Er hat auf jeden Fall die ganzen Waffen ausgefahren. Und weiß, auch ganz nett. Das ist das gleiche Ding wie wir haben, aber eventuell in einer anderen Version. Da weiß ich aber nicht, das kann ich nicht unterscheiden. Weil da steht es ja eine I, eine 300i. Wir haben ja die 300p, wenn ich mich richtig erinnere. Na gut. Wow. Kein Scheiß. Was hat er vor? Okay, er haut einfach ab, glaube ich. Okay. Na gut. So, wir haben auf jeden Fall einen Traktorbeam dabei und eine Kiste. Dementsprechend könnten wir ordentlich Leichen einsammeln, falls hier welche am Start sind. Aber wir schauen uns hier erstmal ein bisschen um. Ich glaube tatsächlich, hier sind alle tot, was? Schöne kleine Blumen. So. Was haben wir hier so Schönes? Ja, hier liegen schon die ersten Leichen rum. Ah, ist die Frage, wollen wir das mal machen? Wollen wir mal ordentlich Leichen looten? Schade, da kommt man glaube ich nicht hoch. Jemand hat geschrieben, es gibt hier tatsächlich wohl mehrere Eingänge und viele davon kann man nur durch Klettern etc. erreichen. Ja. Dementsprechend würde ich fast behaupten, wir holen einfach mal jetzt die Kiste. Hier scheinen ja eventuell schon alle Gegner tot zu sein. Eventuell parken wir auch noch mal ein bisschen um, damit wir mit dem Rücken vielleicht dahin stehen. Das wäre vielleicht eine ganz nice Idee. Kommen wir schneller rein, raus, etc. So, mal kurz noch zu. Packen wir ganz kurz nochmal. Jetzt, wo der weg ist, der Dude. Oder der NPC, whatever. Können wir uns nochmal ein bisschen anders hinstellen. So, einmal bitte die Triebwerke an. Hallo? Naja, manchmal dauert es einen Moment. So, okay, warte mal. Hat das jetzt wieder ausgemacht? Naja, okay. Ich würde sagen, wir drehen einfach unser Schiff mal komplett. So, okay. Und jetzt fahren wir noch ein bisschen rückwärts ran hier. Wir müssen halt aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. Und irgendwo unser Schiff zum Explodieren bringen. Aber ich denke, so ist doch ganz nett. So, jetzt schnappen wir uns gleich eine Kiste. Und dann geht's los. Und mal auf das Türchen. So,
das auch mal aufmachen hier. So, dann schnappen wir uns mal eine Kiste aus dem Inventar. Und droppen die einfach hier hin. Perfekt. Okay, wie viel passt da rein? Passt da genug rein oder ist nicht zu klein die Kiste? Warte mal. Wie viel SCU passen denn hier rein? 1 von 8. Was bedeutet das, wenn ich da so einen Raumanzug reinmache? Kann ich den überhaupt da reinmachen? Ach so, halt, wir müssen das ja so machen, ne? Öffnen. So. Jetzt geht nämlich so ein extra Menü auf, eigentlich. Da unten. Ja, genau, okay. 15%. Nur ein so ein Scheißding. Das ist natürlich relativ viel. Dann müssten wir wahrscheinlich doch eher so eine große Kiste nehmen, ne? Das würde mehr. Aber da kann ich die Sachen nicht reinmachen, ne? Ne, warte mal. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Kann ich da einfach Sachen reinstopfen? Inventar öffnen. Doch, ne? Kann ich was reinmachen, oder? Ja. Ja, doch, doch, doch. Klar, klar. Das sind ja auch Dings. Container. Okay, pass auf. Dann machen wir es wie folgt. Ich glaube, wir nehmen... Hier sollte ja deutlich mehr reinpassen. Die sind ja viel, viel größer. Dann nehmen wir mal... Wo ist denn unser gutes Tool? So, nicht Bergbau. Nicht Sammelmod. Warte mal. Ich glaube, wir müssen das Ding mal... bisschen... So, nicht ablösen. Traktor, okay, sehr schön. Blumen überschritten. Habe ich da nicht sonst auch mitgemacht? Das Ding voll. Habe ich doch eigentlich immer damit bewegt. Jetzt bin ich irritiert. Gut, wir haben auch noch das Ding dabei, aber eigentlich habe ich die doch immer mit der Pistole bewegt, oder nicht? Bin irritiert. So. Aktor. Können wir jetzt die Kisten nicht bewegen? Wollen die mich verarschen? Volumen überschritten. Hab ich doch veräppelt. Was für Volumen überschritten? Ich hab doch die Kisten auch mit einem scheiß Traktorstrahl hier reingebracht. Ist doch auch gar nichts drin, oder? Nee. Bin wirklich maximal irritiert. Jetzt erstmal den Helm wieder auf. Na gut, hiermit bringt es irgendwie nicht so viel mit so einer Scheißkiste. Das bringt nicht so viel, schon ein bisschen, aber irgendwie auch nicht. Warum kann ich die jetzt nicht bewegen? Ich bin wirklich irritiert. Ich hab doch die auch mit dem Traktorstahl hier reingebracht. Warte mal, wir holen uns jetzt erstmal hier die Leiche rein. Die Leiche geht. Komisch. Jetzt vielleicht das ganze Multitool ist irgendwie verbuggt und kaputt oder so. Aber das geht ja. Wer weiß, was hier schon wieder los ist. So, nichts so schön da drinne. Ja, fein. Bleib mal schön da liegen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wie machen wir das jetzt?
Will ich die einzelnen Leichen umherschleppen oder will ich mir so eine kleine Kiste wenigstens mitnehmen? Wir lassen mal hier, warte, wir lassen mal die hier fallen. Gucken wir, ob wir die wenigstens umherbewegen können. Die können wir umherbewegen, okay. Wir nehmen mal die mit. Na, 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 Freundchen, bleib schön hier. Die Gegner scheinen ja alle tot zu sein, hoffe ich zumindest mal. Versuchen wir mal hier ein bisschen Waffen einzusammeln etc. pp. Machen wir vielleicht keine Anzüge rein, weil die Kiste dadurch wahrscheinlich zu schnell voll wird, aber wir können ja jede Menge Waffen vielleicht reinmachen. So, wir laufen erstmal irgendwo nach da hinten. Können wir eigentlich sprinten? Ja. Okay, egal. Aber es kommt mir zumindest deutlich schneller vor, als wenn wir die in der Hand tragen würden. Und vor allem können wir sie schneller irgendwo ablegen und die Waffe dann switchen. Das Ding macht aber gefährliche Geräusche. Ist hier eigentlich sonst irgendwas? Kisten oder so? Nicht wirklich. Also ich auch die ganzen Leichen einfach hier runterwerfen. So, wie kann ich das überhaupt jetzt machen? Warte mal. Okay, da hat eigentlich auch gar nichts mehr am Start. Wir wollen mal kurz das Inventar öffnen. So, kann ich jetzt, wie öffne ich jetzt zum Beispiel das Kisteninventar gleichzeitig? Und das Inventar. Geht das überhaupt? So, warte mal. Nee, nicht. Oh Gott. Öffnen. So. Und wie kriege ich jetzt sein Inventar auch auf, so dass ich beide offen habe? Gar nicht wahrscheinlich, ne? Das ist doch aber ein bisschen dumm. Muss ich das jetzt erst in mein Inventar rüberziehen, um es dann in die Kiste rüberzuziehen? Abgesehen davon, dass ich das da gar nicht reinkriege. Das wäre aber auch ein bisschen nervig. Nee, wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das denn? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Warte mal. Ah, man kann die alle fallen lassen. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Warte mal. Oh Gott! So, kann ich das jetzt irgendwie... Aber wie mache ich das jetzt da rein? Einlagern. Das macht auch keinen Sinn. Öffnen. So, warte mal. Kann ich das jetzt irgendwie... Auch nicht wirklich. Das ist doch ein bisschen weird. Nee. Also entweder mache ich irgendwas komplett falsch und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber so ist das ja völlig... Naja, das bringt ja gar nichts. Das bringt ja dann gar nichts. Dann kann ich ja... Wie soll ich das denn machen? Wie kriege ich... Man müsste dann zwei Inventar aufmachen können. Einmal die Kiste und einmal das, um das dann da einfach rüber zu ziehen. Aber das geht irgendwie, glaube ich, nicht. Ich bin halt zu dumm. Das ist natürlich eine Option. Bitte. So, wenn Sie... Können Sie das Ding wiederholen? Nee. Wir wollen kein Profiboxer werden, wir wollen... Hallo? Achso, er hat das Ding abgelegt, deswegen zieht das nicht. Das ergibt Sinn. Falscher Knopf. Hallo, würdest du jetzt vielleicht, bitte? Ach nein. Cool. Ich glaube, es ist schon wieder verbuggt. Kann ich nicht... Okay, warte mal. So, danke. Sehr freundlich. Ja, ich glaube, dann macht es relativ wenig Sinn. Was soll ich da mit dieser scheiß Kiste? Interaktionsrad, ja.
Wir könnten, warte mal, wir könnten noch mal probieren, ob ich irgendwie am Interaktionsrad noch mal was auswählen kann. Um das Ding hier irgendwie in die Kiste zu ballern. So, warte mal. Habe ich hier irgendeine Möglichkeit? Jetzt ist das schon wieder verbuggt. Meine Fresse. Verpiss dich. Hallo? What the fuck is going on? Ganz leichte Bugs, ne? Gerade. Jetzt geht's wieder. Ich glaube, es hat sich beruhigt. Okay. So, was haben wir denn für Optionen? Umdrehen, Körper ziehen, Inventar öffnen, durchsuchen. Umdrehen. Na klar, wir drehen ihn erstmal um. Sehr schön. Jetzt haben wir ihn umgedreht. Perfekt. Das wird uns wahrscheinlich das Leben erleichtern. Gehe ich stark von aus. Ja, nicht wirklich. Inventar öffnen. Aber wie kann ich jetzt das Kisteninventar öffnen? Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das überhaupt möglich ist, Sachen von der Leiche einfach in die Kiste reinzuziehen. Kann ich das vielleicht da so hin droppen? Nee. Das ist doch scheiße. Wie soll ich das denn jetzt... Ich will das doch nicht alles per Hand umladen. Wo ist eine Helm jetzt hin? Wir haben mich schon rübergezogen. Aber gut, ich meine... Wäre natürlich eine Möglichkeit. Das ist irgendwie ein bisschen umständlich, oder? Hallo? Hallo? Dann ein bisschen verbuggt auch noch. Na klar. Wären Sie so freundlich und das hier in die Kiste aufnehmen? Nein? Ist natürlich außerordentlich bedauerlich. So, bitte, nehmen Sie das. Ach, ihr könnt mich mal. Naja, gut. Ich glaube... Nee, ich sag's nicht, es wird hier langsam dunkel. Wie hat sich das mit der Kiste erledigt? Also, in der Zeit, in der ich hier rumgefummelt habe, hätte ich auch schon 28 Leichen in mein Schiff bringen können. Zumindest mein Gefühl. So, wir lassen mal die Kiste hier stehen. Und dann holen wir mal die ganzen Leichen jetzt hier ran. Gucken wir mal, ob wir zufällig hier noch eine haben. In dem Teil gibt es hier eigentlich irgendwie auch ein bisschen Loot eventuell. Nö, aber eine kleine Leiche. Grüß dich. Komm mal mit. Wir gönnen dir mal einen kleinen Ausflug. Kostenlos. Kleine Kaffeefahrt mit unserem Raumschiff. Leg dich mal hier hin. Wir kommen dich gleich abholen. Ruh dich ein bisschen aus. Soll ja ein angenehmer Tag werden. Keine Anstrengung. So, haben wir hier eigentlich irgendwie Kisten oder sowas? Ne, ich glaube nicht, ne? Hier ist irgendwie eine Kiste. Aber ich glaube, das ist irgendeine Questkiste. Ja, das ist die Kiste, glaube ich, die wir ja auch schon abgeholt haben. Vermutlich. Oder eine von denen. Ich weiß nicht, ob die immer variieren und wechseln. Naja, dann holen wir uns da hinten noch den Dude. Wo ist denn die Sonne? Wird es langsam dunkler? Kann das sein? Ich habe keinen Bock, hier schon wieder in der Dunkelheit rumzugammeln. Ich wollte mir das eigentlich noch alles ganz entspannt im Tag angucken. So, du kommst jetzt auch nochmal mit. Und dann werfe ich einfach, wenn wir da drinnen Leichen haben, die werfen wir erstmal alle raus. Und dann holen wir uns die vielleicht auch nochmal gucken. Ich weiß noch nicht, wie viel Bock ich habe, hier wirklich jetzt alles einzusammeln. Ich dachte, oh, wir können schön mit einer großen Kiste hier rumlaufen, da alles reinschmeißen und dann die Kiste halt mitnehmen. Inwiefern ich jetzt Bock habe, hier wirklich hier eine Leiche wieder umherzutragen, weiß ich noch nicht. Müssen wir uns mal überlegen. Mal schauen. Wir gehen uns jetzt erstmal hier ein bisschen umschauen. Und ich sollte eventuell aus sicherheitstechnischen Gründen dann nochmal das Gewehr in die Hand nehmen. Man weiß ja nie, was einen hier erwartet. So. Okay, können wir klettern? Okay. Bedeutet das, man könnte eventuell vielleicht hier so reinklettern? Wäre natürlich... Oh Gott! Oh nein. Oh nein. Okay, Glück gehabt. Ich glaube, wir nehmen einfach den Haupteingang.
den wir letztes Mal auch genommen haben. Der ist am einfachsten. Jetzt ist aber auch hier wirklich nichts los, ne? Wir auch niemanden labern. Ich glaube, die sind wirklich alle tot. Obwohl, die Sonne ist eigentlich da oben. Eigentlich müsste es noch relativ lange hell sein, oder? Ist noch nicht am Untergehen, aber irgendwie wirkt es so, als ob es ein bisschen dunkler geworden ist. Kann aber auch täuschen. Wahrscheinlich, weil die Wolke davor hängt. So, hallo, ist hier jemand? Ja, nein, vielleicht? Schade, dass man hier nicht rein kann. Naja, wir gehen erstmal da hoch. Rutschen, Maus 4. Okay, gut zu wissen. Hier liegt auch eine Leiche rum. Hilfe, was macht der? Nein, 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 wo willst du hin? Warum geht der wieder runter? Die Leitern sind auch echt manchmal ein bisschen verbuggt. Holy shit. Mach's gut. Ich glaube, die Leichen, ich glaube, die sind alle tot. So, wir werfen die. Ah, eigentlich wäre es cleverer gewesen, die aus dem Fenster zu werfen. Dann wären sie gleich unten im Freien. Aber egal, wir werfen jetzt erstmal hier runter. So, hier ist es am Piepen. Das kennen wir ja schon. Ich bin auch noch ein bisschen enttäuscht, dass wir hier kein Geld abheben können. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier irgendwo noch ein paar Leichen? Hier können wir ja überall nicht rein, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. So. Okay, dann kommen wir hier aufs Dach. Hier haben wir noch eine Leiche. Das Gewehr sollten wir uns eventuell vielleicht mal jetzt dann inspizieren. Ich will es eigentlich gerne. Eigentlich hätte ich das gerne mal in. Ah, okay. Okay, okay, okay. Wir müssen uns nur merken. Nein, warte mal, wir schmeißen das mal da irgendwo hin. Okay. Okay. Naja, da an der Kante liegt es. So, du kommst auch noch mit raus. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug, Sir. Ja, mach's gut. Und hier irgendwo haben wir noch eine Waffe. Die nehmen wir auch noch mit. Ganz ruhig. Naja, passt schon. Werden wir schon finden. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. So, noch irgendwas hier zufällig? Nö, ich glaube nicht, ne? Hier sind wir gekommen, okay. Dann könnten wir nochmal hier rausgehen. Hier ist man ja irgendwie irgendwo noch ein Stück hochgekommen. Genau, hier war das. So, letztes Mal habe ich die Leiter nicht wieder gefunden. Diesmal merken wir uns, wo wir hergekommen sind. Beziehungsweise, ich glaube, man sieht die Leiter einfach nicht von oben, oder? Obwohl, doch, die hätte man sehen können. Naja, wer weiß, was ich gemacht habe. Aber. So, hier haben wir ein schönes kleines Loch. Mhm, irgendwelche Pillow-Gewehre. Ich denke auf jeden Fall, dass wir mal ihn mitnehmen werden. Huch, Papier. Mach's gut. Schön, wie sie da runterfallen. Was ist denn jetzt los? Wer ist hier am Schreien, Alter? War das die Leiche, die auf dem Boden aufgeklatscht ist oder was?
Holy shit. Hm, er ist hier oben aber scheinbar tatsächlich gar nicht. Können wir da irgendwie drauf? Nee. Was ist hier? Schade. Na gut, kommen wir nicht. Egal. Na gut, na gut, na gut. Hier drin noch irgendwas verpasst haben? Können wir hier noch so eine Waffe mitnehmen? Schmeißen Sie mal da runter. Ich weiß nicht, ob wir da rankommen werden nachher, ob das noch nah genug ist. Wir werden es sehen. Ja, dann können wir eigentlich hier auch schon wieder runter. Hm, so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Passt schon. Okay, da unten liegen die Leichen. Wir können eigentlich auch mal versuchen, hier irgendwo runter zu hüpfeln. Oder wollen wir noch mal reingucken? Haben wir da irgendwas verpasst? Ich glaube nicht. Tatsächlich waren die meisten anderen Räume alle verschlossen, denke ich. Kisten habe ich jetzt auf den ersten Blick auch nicht gesehen. Aber kann ich mich auch irren. Eigentlich sollten wir hier safe runterkommen, oder? Ich meine, letztes Mal sind wir da durch diesen ganzen Tunnel gesprungen und haben auch nur 15 Damage bekommen. Okay, easy, kein Problem. Sehr schön. Dann würde ich doch sagen, wir schnappen uns einfach mal hier Kollege Schnürschuh. Und bringen den schon mal... Ah ja, da haben wir unseren Übeltäter. Hat ein bisschen Schmerzen, glaube ich. Wird Zeit, dass wir ihn auf die Krankenstation bringen. Wir werden diesem armen Mann natürlich helfen. Deswegen sind wir hier. Wir sind nicht hier, um seine Leiche zu looten. Nein. Wir sind hier, um die Verletzten zu versorgen und ihnen zu helfen. Alles wird gut, meine Freunde. Ich kümmere mich um euch. Wir werden die sogenannte Weltraum... Vakuumtherapie durchführen. Denn verletzte Menschen heilen im Vakuum besonders schnell. Deswegen fliegen wir hoch ins All, werden euch nackt ausziehen und dann ins Vakuum stoßen. Ihr werdet sehen, das wird euch helfen. Ihr werdet von den Toten oder schwer verletzten, rumschreienden wieder zu den Lebenden auferstehen. So, ich könnte euch hier schon mal ein bisschen einladen, wenn ihr das möchtet. Okay, die Rampe möchte nicht. Danke sehr, sehr freundlich von Ihnen. So, ich glaube, du willst schon mal rein. Du kriegst hier einen richtig schönen Platz mit Aussicht. Nee, ein bisschen weiter musst du schon noch. Ja, leg dich mal zu deinem Freund. So, der nächste bitte. Alle reinspaziert. So, auch noch. Genau, leg dich mal hin. Die Kiste nehmen wir auch wieder mit. Sich als absolut useless. Huch, ha, hi, bleib hier. Herausgestellt hat. Stell dich mal da hin. Okay, mach keine Faxen. Sehr schön. Haben wir da noch einen? Ja, einen haben wir noch. So, rein mit dir. Ich wünsche euch einen angenehmen Aufenthalt. Ich komme gleich wieder. Gut. Nein. 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 Ja, nein. Ja. Okay. Haben wir hier eigentlich jetzt noch irgendwas? Da hinten waren ja auch noch irgendwelche Gebäude. Wir gehen da nochmal hin. Vielleicht finden wir hier auch noch irgendwas Schönes. Und ich muss mir mal angewöhnen, ein bisschen mich hier umzugucken. Weil hier sind ja teilweise irgendwie Kisten. Aber die Kisten sehen nicht immer aus wie Kisten. Beziehungsweise die Kisten sehen aus wie Kisten, die hier so aus Deko-Zwecken rumstehen. Oh, hier haben wir noch einen Kollegen. Kollege Schnürschuh. Kollege Schnürschuh könnten wir natürlich auch noch mitnehmen.
So. Na, wo bist du? Da. Okay. Ich weiß nicht mal da. Liegen. Sehr schön. Und dann gehen wir jetzt mal hinten hingucken. Nein. Nimm das hier. Danke. Was war das für ein Gewehr? Ich glaube, das war nur dieses eine Gewehr, ne? Ich kenne mich leider mit den Waffen auch überhaupt noch gar nicht aus. Aber das sieht mir aus wie dieses 0815 Gewehr, dieses B-Ring, was man auch überall kaufen kann. Ach, hier ist noch eine Leiche. Naja, egal, wir gehen jetzt erstmal hier oben gucken, was hier abgeht. Ob hier vielleicht noch irgendwas am Start ist. Vielleicht kann man da oben noch irgendwo rein oder so. Ich glaube aber fast nicht. Jetzt zumindest ist es nicht so aus. Da hinten brennt auf jeden Fall irgendwo noch eine Fackel. Und der gute Mann ist schon wieder fix und fertig. Oh Gott, ich dachte gerade, da steht jemand. Da ist so ein Baumstumpf. Nach oben. Was ist das für eine Fackel? Wo steht die? Ist hier so komisch platziert. Komm hier irgendwie rüber? Ne, ich glaube nicht. Ja, aber es sieht auch nicht aus, als ob es da irgendwie auch nur ansatzweise reingeht. Ja, ich glaube tatsächlich, hier ist nichts weiter, oder? Nö, sieht mir jetzt nicht danach aus. Kommen wir hier runter, ja. Ist nicht so tief. Welche Steps gehört. Hat sich zumindest irgendwie so angehört. Noch irgendwas? Nee. Okay. Na gut. Nix los hier, nix los hier. Alles leer. Okay, dann ja, können wir eigentlich auch schon wieder abzischen. Ne? Haben wir das Ganze nochmal bei Tag gesehen? Wie gesagt, ich finde es... Oh, warte mal, hier drüben waren wir noch gar nicht drin. Ach, ich bin ja ein Trottel. Halt, stopp. Da waren wir ja auch beim letzten Mal gar nicht drin. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt wäre ich ja wieder fast abge... Hallo? Fast abgerauscht, um hier drüben mal reinzugehen. So, dann können wir uns nämlich hier noch ein bisschen umsorgen. Auch der Gang sieht auch sehr, sehr wild aus. Schön zugewuchert so ein bisschen. Und dann mit dem Licht und so hat was. Geht hier irgendwas? Irgendwie nicht so aus. Ein bisschen schräg hier alles in dem Schiff. Oh, da ist eine Konsole schon wieder. Ich glaube, es ist wieder so eine Geldkonsole. Autorisieren. Ja, bitte. Gib mir all dein Geld. Programm am Sendeturm starten. Ja, genau. Das hat ja auch irgendjemand in den Kommentaren geschrieben. Man kann das irgendwie am Sendeturm dann starten oder so. Also ich habe... Oh Gott. Hilfe. Kommen wir da irgendwie rüber? Okay. Ich frage mich Dinge. Oha. Was ist das hier? Kann ich das gebrauchen? Aber könnte ich doch einfach fallen lassen, oder? Was bist du? Ja, wir gucken uns mal unten an. Alles gut. Okay. Interessant, ja. Die Frage ist, ich glaube, dieser Sendeturm ist irgendwo im All. Habe ich das richtig in Erinnerung oder habe ich das falsch in Erinnerung? Könnte man eventuell eigentlich auch mal machen. Ich habe mich allerdings jetzt nicht weiter dazu informiert. Von daher lassen wir das jetzt in der Folge erstmal. Sendeturm aktivieren. Ja, müssen wir uns mal merken. Müssen wir mal ausprobieren.
Ich weiß gar nicht, hat der gute Mann das in den Kommentaren erklärt, was man machen muss im Detail? Nee, ich glaube, er hatte nur geschrieben, man muss irgendwie, das wären umkämpfte Gebiete, man muss da, man kann da im, irgendwie einen Sendeturm aktivieren und so weiter. Bin, manchmal ein bisschen vergesslich, auch was die Kommentare angeht. So, wie kommen wir jetzt nach da unten? Ist das, das ist, glaube ich, da einfach diese kleine Höhle, die da gewesen ist. Also, Führungszeichen Höhle. Okay, pass auf. Ich würde sagen, wir hüpfen hier einfach runter. Ja, sehr schön. Hab ein bisschen Damage bekommen, aber nur leicht. Ja, wir schnappen uns mal den Dude hier hinter den Bäumen noch irgendwo. Und dann schauen wir mal. Wo war denn der? War hier nicht noch irgendwo einer? Ach, da. So, komm mal mit. Und dann holen wir auch noch die Kisten. Noch ein paar Leichen. Sollte sich doch eventuell geldtechnisch durchaus schon wieder ein bisschen gelohnt haben. Wenn wir das alles schön verkaufen. Dann mal schauen, dass wir uns neuen Missionen widmen. Eigentlich hätte ich jetzt auch gerne hier ein bisschen rumgeballert, tatsächlich. Aber, ja, na gut. Nicht alles haben. Da sehe ich schon die Kisten, die wir runtergeworfen haben. Oh, ist das hier so eine Kiste zum Reingucken? Nein. Auch nicht mitnehmen oder so. Gut, dann nehmen wir die mal mit. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, aber egal. Vielleicht sollte ich mal reingucken, nicht, dass irgendwas Illegales drin ist. Da kannst du mal stehen bleiben. Kann ich da überhaupt reingucken? Kann ich damit überhaupt irgendwas machen? Hm. Sind da irgendwelche Rohstoffe drin oder so? Kann man ja, die Kisten kann man ja nicht öffnen. Vielleicht sehen wir das dann im Schiff, was wir eingeladen haben. Aua! Sage mal! Ja, unverschämt hier. Da rempelt uns die Kiste einfach an. So, kommen Sie auch bitte mal mit. Kann ich da eigentlich auch hochklettern? Oh, das müssen wir gleich nochmal ausprobieren. Wo habe ich jetzt noch eine Leiche hingeworfen? Ich glaube, da hinten in die Mitte, ne? Beziehungsweise, da müssten auch noch ein paar Waffen liegen. So, wir schauen nochmal, ob wir hier irgendwie reinklettern können. Ich glaube, fast zu hoch, oder? Ja, es ist zu hoch. Vielleicht hätten wir auf die Kiste klettern können. Die Kiste und dann da. Ach, naja, ist egal. So, hier haben wir dich noch. Kommst du auch noch mit? So. Übrigens habe ich mir letztens noch mal ein paar Infos angesehen zu dem neuen Frachtsystem. Das ist ja jetzt irgendwie auf dem, wie heißt das? Bukati oder so? Weiß nicht, das ist glaube ich so ein spezieller Server für ausgewählte Leute, um Dinge zu testen. Jedenfalls habe ich mir da den einen oder anderen Bericht zu angesehen und ich glaube, das wird ziemlich cool. So. Bericht angesehen im Sinne von angehört, weil zeigen darf man dazu wohl noch nichts. Aber es wurde halt ein bisschen darüber erzählt und das offizielle Material gezeigt, was sowieso schon da ist. Ja, aber sieht sehr spannend aus und ich freue mich immer mehr, dass dann vielleicht bald in ein paar Wochen endlich mal soweit ist. Ja. Habe ich jetzt hier, warte mal, die Waffen hätten wir hier noch im Angebot. Die könnten wir auch noch mitnehmen. Aber wegen den Waffen renne ich jetzt, glaube ich, doch nicht 32 Mal hier hin und her. Ich nehme jetzt noch die eine mit, weil ich eh hier bin. Und dann passt das irgendwo links. Müsste, glaube ich, noch ein paar Leute liegen, ne? Haben wir da nicht auch noch einen runtergeworfen? Oder hatten wir da alle schon? Ne, ich glaube, es waren nur die zwei, ne? Auf jeden Fall langsam dunkel. So, wir gehen noch mal ganz kurz
schauen. Da hinten sind schon Sterne am Himmel zu sehen. Ich glaube, wir haben jetzt hier alle. Wir haben ja noch ein bisschen Fracht geladen, die wir uns irgendwo gekauft haben. Die können wir auch bei Gelegenheit dann nochmal irgendwo verkaufen. Vielleicht finden wir eine Mission, die uns wieder zurück nach, weiß ich auch nicht, Microcheck oder nach... Na! So, danke. Ja, oder eins in irgendein anderes weiter entferntes Gebiet führt, wo wir die eingekauften Ressourcen vielleicht ganz gut verkaufen können. Ich müsste vielleicht mal gucken, wo wir die gut loswerden. Und dann mir vielleicht eine passende Mission raussuchen. Vielleicht machen wir irgendwie eine Liefermission oder so, wenn wir was finden. Mal schauen. Ich hätte allerdings auch, wie gesagt, ein bisschen Bock auf eine Action-Mission. Ein bisschen rumgeballer. Ich hatte ja eigentlich gehofft, hier können wir ein bisschen rumballern, aber leider alle schon tot. So. Okay, ich würde sagen, wir haben genug. Wir machen mal das Türchen auf. Soll reichen. Ob die Kiste eigentlich, ja. Auch mal ein. Die ist nicht von mir. Ja gut, das war's mit der Kiste. Würde ich sagen. So, du kommst mal dahin. Und du kommst hier hin. Nehmt alle Platz, meine Freunde. Wie gesagt, wir werden eine schöne Vakuumtherapie mit euch machen, damit es euch bald wieder besser geht. So, die Kisten noch. Haben wir hier noch irgendwo eine Leiche? Nee, ne? Okay. Die können wir sicherlich in das Lagergrid hier irgendwo ansetzen. So, und die sich hier irgendwie ein. Da ist auch ein Totenkopf drauf. Weiß ja noch nicht, was das bedeuten soll. Gar nicht, was wir damit irgendwas anfangen können. Wir gucken gleich mal ins Schiff-Inventar. Aber die rasten auch nicht im Grid ein. Also irgendwie sind das andere Kisten. Oder? Nee. Wir kriegen zumindest nicht dieses blaue Eindrassding. Ich sehe schon, kommen die Dinger explodieren bestimmt gleich und jagen mein ganzes Schiff hoch. Oh, doch, hier ist eine Leiche. So, du kommst auch noch mit rein. So. Ja, komm ein bisschen von der Tür weg. Oh, nicht, dass du eingequetscht wirst. Und dann nehmen wir noch die Kiste mit. Die können wir eigentlich auch mal drehen. So. So, oh, das Drehen ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde. So. Okay, das stellen wir mal hier hin. Eigentlich ein ganz gutes Thumbnail, oder? So 12.000 Leichen. Plus eine Kiste. Ich glaube, das nehmen wir als Thumbnail. Moment, ich muss mal kurz einen kleinen Screenshot von dem Ganzen machen. Oh, warte mal, wir müssen in die andere Perspektive reingehen. Falscher Knopf. Dann habe ich das ganze Interface nicht mit drauf. Lass uns mal kurz ein bisschen vorgehen. So. Lass uns mal ein bisschen so gehen. Ein bisschen runter, ja. Dann drehen wir uns noch ein bisschen ein. Dann gehen wir eventuell noch ein bisschen nach hier. Und drehen uns vielleicht noch mal so ein ganz kleines Stück. Ja, schön. Das ist doch genau die Pose, die wir haben wollen, oder? Ja, das wird schon, denke ich. So. Gut. Okay. Es wird dunkel. Wir schauen nochmal, ob wir alles haben. Und dann hauen wir erstmal von hier ab, damit wir nicht eventuell hier von irgendwelchen unerwünschten Dingen werden. Und da haben wir noch irgendeine Kiste, die leuchtet, würde ich sagen, aber das ist alles nur Deko, ne? Okay, alles klar, wir hauen rein.
So, rein. Waffe können wir, denke ich, einpacken. Klappe machen wir zu. Dann haben wir gleich ein bisschen was zu tun, indem wir die ganzen Jungs hier mal entkleiden, um sie vorzubereiten auf ihre wundervolle Behandlung. Aber erstmal heben wir ab. So, kurzer Check. Ist hier alles zu? Ja, ne? Hat alles zugemacht. Perfekt. Sehr schön. Dann Triebwerke an. Und straight nach oben. Einfach nur ein Traum. Diese schöne rote Verfärbung am Himmel. Wundervoll. Oh, da hinten geht die Sonne unter. Wunderschön. Wunderschön. Können wir schneller aufsteigen, als die Sonne untergehen kann? Oh, sieht fast so aus. Naja, egal. So, klapp mal ein, die Dinger hier. Beziehungsweise klapp mal um. Wir könnten eigentlich mal gen Sonnenaufgang fliegen. Ja, das Schiff. Ja, wir könnten uns natürlich auch das Schiff mal anschauen. Warte mal. Wollen wir uns das mal anschauen? Was das ist und wem das gehört und was das da macht? Können wir mal ein bisschen ranfliegen, oder? Ich meine eigentlich, das ist ja noch auch irgendein kleineres Schiff. So, warte mal, wir können mal, wir sind im Scan-Modus, ne? Lass uns das Ding mal scannen. Vielleicht erfahren wir irgendwas Nützliches. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich kann das von hier gar nicht richtig erkennen. Ich glaube, da hinten ist auf jeden Fall die Klappe offen. So, okay. Eine Mercury. Achso, ist eine coole. Drake, Caterpillar, okay, alles klar. Es ist offen. Das ist allerdings ganz interessant. Oh, das ist eine Herkules. Oh. Ich mag die Herkules sehr. Ein sehr cooles Schiff. Geiles Transportschiff. Gucken, ob da irgendwie Fracht drin ist. Wollen wir mal ganz kurz einen Halt machen. Ja, ich glaube, das sieht nicht so gut aus für unsere Landerampen. Ich glaube, da kriegen wir eventuell Probleme. Aber wir müssen mal ein bisschen nach hier so fliegen. Nee, das wird auch nichts. Schauen wir mal, ob das passt. Ah doch, das könnte passen. Okay. Wir machen mal kurz aus. Steigen mal aus. Und dann gucken wir nur mal ganz kurz, ob wir da irgendwie Fracht vielleicht mitklauen können. Aber ich glaube, das sah ziemlich leer aus. Man konnte ja eben so ein bisschen reinschauen. Aber wir machen mal einen kleinen Cliffhanger, würde ich sagen. Die Folge geht schon wieder fast eine Stunde. Ich würde sagen... Junge, das steht aber ganz schön schräg da. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da, gerne auch einen Like. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wie wir die guten Jungs hier mal ein bisschen looten werden und uns drüben in dem Schiff umsehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.